Vor 42 Jahren haben wir diese Perücke gemacht aus Jacca und die ist immer noch da. Ich habe sie natürlich 100-mal geflickt und wieder zusammengenäht und ich finde, die hat wirklich die ganze Zeit ist sie mit mir gegangen. Das ist der analoge Spiegel. Bei jedem Auto gibt es zwei davon. Das ist mein Reise-Make-up. Also das ist für mich wirklich der künstlerische Geburtsort hier und das ist eine ganz heftige Emotion. Also ich meine, ich kann mich noch so gut erinnern, wie es sich angefühlt hat kurz davor. Also wir hatten geprobt und geschrieben und gemacht und dann zeigst du es erstmal im Publikum. Du merkst, es funktioniert, die Leute lachen, die bleiben da und nach der Vorstellung kommen sogar drei Festivaldirektoren und fragen, was es kostet und ich habe keine Ahnung, weil darauf war ich gar nicht vorbereitet. Also soll ich sagen, das war einfach so ein Brennpunkt in meinem Leben, wo plötzlich danach alles anders war als davor. Also Mailand hat mir eine unheimlich gute Chance geboten, und meinen Stil zu finden. Also die Direktoren vom Ciretti, also vor allem der Paolo Zenoni, der hat uns entdeckt auf der Straße, wir haben auf der Straße gespielt und hat gedacht, die haben Talent und hat uns ans Ciretti engagiert quasi. Wir mussten einfach einmal in der Woche einen Workshop geben, für einen Clown-Workshop für Laien. Und das hat uns, und sie haben uns einen Minimallohn gezahlt, also wir konnten knapp überleben und hatten aber alle Räume zur Verfügung. Also wir hatten einen Proberaum, wir hatten Büros. Sie haben uns wieder den Rahmen gegeben, wo wir das in Ruhe entwickeln konnten. Also als Künstler hast du natürlich die Hoffnung, dass das, was du machst, dass das so irgendwo hinzuführt. Aber du hast auch im gleichen Moment, weißt du, deine Chancen sind so klein, dass das wirklich funktioniert. Da müssen so ein paar kleine Wunder geschehen. Von dem her hätte ich gedacht, meinst du?